Ich habe hier einen richtig billigen Autosubwoofer von Raveland, einen 30 cm Subwoofer, den ich mir vor vielen Jahren einmal gekauft habe, in dem Glauben, da ist ein ordentlichen Subwoofer, der richtig Druck macht, zu kaufen, weil ja, damals hatte ich eben leider noch keine Ahnung. Ich meine, ja klar, gibt der Druck ab, bei dem Ding könnte man das ja meinen, wenn der so einen Membranhub hat. Da kann ich nicht mehr viel kaputt machen bei dem. Ja, angeblich natürlich 500 Watt Musikleistung, bei einer RMS-Leistung von 175 Watt. Das Verhältnis ist übertrieben. Und ja, ob die 175 Watt RMS hinkommen, bezweifle ich. Könnte schon funktionieren, aber 500 Watt, der raucht, der wird wegrauchen. Dann nett ist auch der Magnet. Der hat 12 cm. So, viel kaputt machen kann man nicht mehr, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, also nicht einmal. Ja, doch, ungefähr so groß wie eine CD. Naja, da steht sie. 175 Watt RMS, 500 Watt maximal. Ja gut, einen Puls hält er vielleicht aus. Bei 4 Ohm. Das Teil ist kaputt gegangen, das heißt, er funktioniert einfach nicht mehr. Jetzt habe ich aber gesehen, ich ihn angeschlossen habe. Ab und zu hat er noch irgendwas gemacht. Und wenn ich jetzt da drauf scharf stelle, nichts, ich weiß, Entschuldigung. So, da drin hat man kleine Lichtbogen gesehen und hat gekratzt. Das heißt, da ist einfach hier abgerissen. Ja, jetzt zeige ich den mal, versuch, was noch vorhanden ist, zu demonstrieren. So, ich habe den Treiber jetzt mal so richtig billig mit irgendwelchen Kabeln an einen Verstärker angeschlossen. Ja, so billig wie der Treiber halt ist, oder? Ja, würde sagen, lass ich mal Musik laufen. Gut, läuft. Passiert genau gar nichts. Wenn ich hier berühre, hört man es. Das heißt, da unten ist ein ziemlicher Wackelkontakt an der Stelle. Das muss eigentlich eine Sollbruchstelle sein, sonst gibt es das nicht, dass das die Zuleitung da bricht. Mal lauter. Aktuell hält er sich. Ja, extrem instabil. Da ist jetzt natürlich kein Gehäuse, was die Membran irgendwie abdämpft. Darum hat es jetzt doch trotz der geringen Leistung einen ziemlich hohen Membranhub. Wirklich Leistung schieben natürlich nicht. Und es ist auch die Wellenform von dem Lied. Es ist mehrfach angesprochen worden, dass meine Verstärker übersteuern würden. Das liegt vorwiegend daran, dass das Signal von dem Lied einfach extrem niederfrequente Anteile dabei hat, die durchaus mal so ausschauen, als würde der Verstärker klippen. In dem Fall könnte der Verstärker teilweise bei hohen Pegeln auch schon die Membran aus der Kontrolle geraten. Ja. Die ganze Zeit halten, sonst. Jetzt schön. Voll auf. Viel zum Thema richtig billige Subwoofer. Wenn man den Magnet sieht, sieht man eigentlich hier schon, was los ist. Aber gut. Ich werde jetzt einfach schauen, dass ich das versuche anzulöten und probiere, ob man aus dem Woofer noch irgendwas rausholen kann. Naja, zum Experimentieren kann man ja einsetzen. So, verlötet hätte ich das Ganze, nicht besonders sauber, aber funktionieren tut es vorerst einmal. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hält, aber ja, vorerst läuft es einmal. Jetzt schraube ich den statt dem anderen Treiber in eine Magnetbassrolle ein und schaue, was er da drin macht. Der hängt jetzt an einem viel zu schwachen Verstärker, an einem von diesen angeblich 100 Watt Verstärkerplatinen, die man für 5 Euro kaufen kann. Ja, so eine kleine Verstärkerplatine. Ich habe die schon mal in einem Video gezeigt, verlinke ich jetzt einfach hier. Gut.
lasse ich Vollgas laufen, gibt vielleicht 35 Watt her. Leider nur in dBA, falls man es lesen könnt. Demnach wird der Tieftönen ziemlich stark abgesenkt. Naja, wirklich was ist es natürlich nicht, aber besser als gar nichts. Immerhin kann man jetzt dann noch den kaputt machen und danach den wieder einbauen. Oder man verwendet den für sonst irgendwas. Ich hoffe, das Ganze war soweit spannend, wie das halt spannend sein kann. Dann danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.